Ja, servus, die Marlon haben. Grüß euch, die Buben. Dschungel, was soll's. Ja, wir haben heute wieder mal eine kleine Regenpause erwischt. Hat jetzt eh wieder ein, zwei Tage gerinnt. Ist alles feucht, heute soll's. So Gott will. Noch halbwegs trocken sein. Ich glaub's zwar nicht, weil es sind dichte Wolken am Himmel, ab und zu schaut die Sonne durch. Und ich bin heute einmal Oldschule unterwegs und hab da ein neues Shirt, natürlich mit der Bialetti, wobei wir die heute gar nicht dabei haben, weil heute gibt es einen Kaffee. Ja, suchen wir da jetzt einen Platz. Ich habe meine Leinenplane mit. Die will ich mir mal ein bisschen aufspannen wieder und habe das auch Trekkingfood heute einmal dabei zum ersten Mal zum Testen. Schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt. Und ich würde sagen, suchen wir uns einmal einen Platz und dann schauen wir weiter. Ja, ich denke, da schaut es gut aus. Das Platz werden wir einmal nehmen. So, Ritschlein habe ich gespannt und da habe ich heute mein Poncho Zeltbahn, wie man das mal nennen will, dabei. Spannen wir den noch raus. Jetzt haben wir einmal geschnitzt. Machen wir sie ganz einfach. Ja, Freunde, haben wir das Ganze da jetzt einmal aufgebaut? Ja, also optimal steht es nicht, aber hätte ein bisschen höher gehört. Aber egal, ist ja wirklich nur ein falls Anfang zum Ringen. Ja, oldschool, wenn wir mal unterwegs sind und eben mit der Plane. Ehrlich gesagt, es ist zwar alles gut und schön, aber alles viel zu schwer. Beim nächsten Mal ist wieder mein Bergen mit dabei, der Rucksack. Das ist alles geil, ja, aber für das bin ich wahrscheinlich auch schon zu alt. Ja, im Endeffekt haben wir heute mal wieder ein bisschen die Tarnzeug dabei. Werden wir mal wieder verringern. Heute ist nicht der X-Boil dabei. Heute habe ich mal mit dem Titanium-Stoff, den kleinen. Na, wird schon finster. Und da werden wir jetzt ein Tactical-Food machen. Ob mir das schmeckt, weiß ich selber noch nicht. So, naja, dann werden wir mal angehen. Ich habe mir da auf alle Fälle mein Carbonplattel mitgenommen. Ich weiß nicht, wie sehr das nach unten durchschlägt. Und schaden kann es nicht. Werde ich mir dann beim X-Boil auch dabei lassen. Habe ich so ein, ja, das ewige Feuerstein oder Feuerzeug mit so einem. Ja, wie man sieht, Kaffee-Time machen wir ein bisschen später, aber ich habe in einem Video dieses Shirt einmal wo gesehen, das hat mir so gut getaugt, das habe ich eine ganze Zeit lang gesucht, bis ich gesehen habe, wo man die kriegt. Und ja, habe mir ein zweites genommen mit einer Bialetti da herum, so schrägs. Perfekt. Ja, das wird auch gleich fertig sein, das dauert nicht mehr so lang. Ja, dann kommen die 300 ml da rein. Schauen wir mal da rein, wie das ausschaut. Ecker reißt natürlich einmal nicht so auf wie soll. Zweite Seite, okay, passt. Schauen wir mal, wenn gleich der Schlag trifft. So, dann ist ein Absorber drin, den muss man rausnehmen. Und warte mal, so schaut es jetzt aus. Na, dann schauen wir, was das wird. Es wird schon ein bisschen fester, das Ganze. Naja. Ja, wie gesagt, Kaffee gibt es heute einen Kaffee, mache ich mal wieder. Habe ich eh schon lange nicht gehabt.
Naja, zu genehmigen. Ja, dann dumpfen wir meine Läufe da. Schauen wir mal. Das ist ein bisschen breiig, das Ganze. Na dann, Mahlzeit. Ich muss sagen, so schlecht ist das eigentlich gar nicht. Hätte man nicht erwartet. Reis dabei, Curry schmeckt mir außer und auch den Kürbis. Bin ich echt überrascht, hätte ich nicht gerechnet, dass das so gut ist. Ja Freunde, da ist jetzt im Augenblick so finster geworden, werde ich es nicht sehen, weil die Kamera regelt hoch. Aber ich glaube, das wird auf die Nacht. Ich muss auch gestehen, ich bringe das Ganze nicht runter. Es ist wirklich gut, es gibt wirklich nichts zum Motzen, hätte ich nicht geglaubt, aber das schaffe ich nicht alles. Macht nichts, ich nehme das mit heim, weil ich daheim dran futtern. Und jetzt gibt es einmal einen Kaffee, aber nicht aus der. Kaffee meine. Ja, und während ich da warte, bis mein Kaffee ausgekühlt ist, machen wir es wieder mal gemütlich bei einem kleinen Solostoffeil. So, da. Ja, in dem Sinn, meine Krankensaison. Werd's mir gesund und meine ganzen anderen werd's mir nicht krank. Prost! Wow, ist nicht so zuwider geworden. Gute Menge Kaffee drin. Tolles Ambiente wieder da. Ich stehe im Augenblick auf den Solostoff wieder wie der Hund aufs Bach. Da herum, shit egal bei der kleinen Ding. Ja, so wie es ausschaut, habe ich mich wieder angeguckt. Ja, und ich habe euch jetzt das letzte Mal gesagt, den könnt ihr ja ohne weiteres angreifen. Also, da ist ein Haas und da herunten, seht ihr, wenn man auf der Hand steht, da ist gar nichts. Das ist halt so lustig. Kennst du denn dafür mit so kleinen Viertern? Braucht es gar keine Geißeln. Ah, ehrlich gesagt, dadurch, dass sie nicht ringt, brauche ich eigentlich mein Tabe nicht. Ist nur finster. Muss da hängen. Und Kaffee trinken. Der ist halt wirklich, also die Menge war optimal. Der ist mir exquisit gelungen, muss ich sagen. Dass ich es noch rausbringe. Ja, inzwischen habe ich die Plane angebaut und bin schon am Zusammenlegen. Und kann man es wieder verpacken. Ja, so ist es wahrscheinlich gleich viel angenehmer. Mehr Aussicht, mehr Rundumsicht. Und da eigentlich kein Regen in Sicht ist. So, eine habe ich dann noch. Die werden wir dann auch noch verbrennen. Da haben wir noch gemütlich Kaffee. Eine kleine Mulde und dann graben wir das ein. Schieben das zu. Lösche natürlich noch vorher und ja, ich würde sagen, lahmen aus, mache ich gar nicht mehr Loch.
Das passt nicht doch. Das gefällt mir gleich. So, haben wir wieder alles gesattelt, alles eingesteckt, kugelt nichts mehr um und um. Werden wir noch ein bisschen wuseln. Lassen wir es gut sein, gehen wir. Bin ich eh fast retour, wenn wir den schauen, wenn wir einen Sprung da oben zum Wasser. Schaut so richtig kloakig heute aus. Ja, ist halt so. Ja, sind wir wieder da beim Abenteuerlich. Geschafft haben wir es. Das haben wir jetzt wieder gegessen. Wahnsinn. Ja, herrlich. Wir sind an der Droschke und jetzt geht's ab nach Hause. Ich kann euch immer sagen, danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus, die Malen. Pfiat euch, die Buben.